Flügeln durchfliegen reicht meistens schon aus. Ja? Ja. Ja. Und nicht nur wenn sie den Kanal fällt. Die darf überhaupt nicht, die Bäuse darf überhaupt nichts anderes berühren als Bayro. Sonst ist die Aufgabe verhauen. Dann müssen wir nochmal ganz von vorne machen. Das ist der letzte. Gut gemacht! Du hast es diesen Halunken wirklich gezeigt! Oh nein. Komm zurück, wenn du klar im Kopf bist, Spyro. Nein, nicht nochmal! Was da? Nein, ja! Bin zu schnell! Ja. Meine Güte. Jetzt können wir weiter. Und wir können uns den Weg abkürzen. Möchtest du, dass ich dich in eine Welt führe, in der du einen neuen Talisman findest? Klar. Toll, ich bringe dich zu einem neuen Tor. Loot. Aber unterwegs haben wir ein paar Edelsteine liegen lassen, die hat uns nämlich direkt hinteleportiert. So. Da sind auch noch welche. Ja. Na. Ja, wenn dann richtig klettern, ne? Auf, auf. So. Blut ist ein verflucht lustiger da. Deshalb mache ich den doch relativ gerne. Auch wenn er eine Aufgabe hat, die manchmal schlichtweg unfair ausfällt. Wie ein Fisch an der Angel. Hallo Spyro. Mein Bruder Hänsel und ich wurden hierher geschickt, um die Burg zu sprengen. Aber Hänsel wurde von den bösen Soldaten gefangen und ich sitze hier fest. Wenn du die Türen öffnen kannst, die den Weg versperren, kann ich Hänsel suchen und dann... Dann beenden wir unsere supergeheime Agentenmission. So, die Jungs springen auf uns zu, wir müssen gar nichts tun, außer spucken. Zweibeiniges Kamel. Und bald ist es ausgestorben. Ja, ich gebe den Dreck auf seltene Rassen oder sonst was, wenn sie mich nerven. Ich kann ja beißen und deswegen einfach umspeinen. Dann seid ihr sie los. Das Libellenfutter hier ist ziemlich lustig. Besoffene Schlangen in Körbchen, die herumspringen. Gut, die Jungs sind gefährlich. Man könnte allerdings umrennen oder umspringen. Das ist scheißegal. Und damit das Tor aufgeht, müssen wir einen Schalter drücken, der direkt bei der Fahne ist. Wir können die Tore zwar aufmachen, aber Gretel folgt uns nicht direkt. Und das ist nicht das letzte Mal, dass wir an Anfang des Levels gehen. Nicht wegen der Fragezeichenkiste, sondern wegen was ganz anderes. So. Der Typ kann zwar auf uns zielen, aber er kann nur waagerecht. Und schreck hoch, nicht runter. Oh, und da ist Jäger. Oh, die Aufgabe ist so scheiße. Okay, was hast du? Die Affen sind aus dem Zoo von Avalar ausgebrochen. Und ich wurde hergeschickt, um sie zu fangen. Doch die werfen mit Kokosnüssen nach mir. Und das tut weh. Kannst du mir helfen? Tierisch gefährlicher Job. Geringe Chancen auf Erfolg. Worauf warten wir noch? Wirst du es versuchen? Renn nur gegen den Baum, bevor ich getroffen werde. Ich kann die Affen fangen, wenn sie fallen. Recht leichte Aufgabe, aber man darf dabei nicht abkratzen. Die Viecher können einem nämlich wirklich wehtun.
Wenn ich in der Nähe bin, ziehen sie auf mich. So, dann geh bloß nicht nach links. Guter Junge. Die Kamera spielt nicht immer so mit, wie ich es will. Leider Gottes. Ja. Einfach nur rechtzeitig gegen den Baum rennen. Damit ist die Hauptaufgabe eigentlich schon getan. So. Zu wem willst du jetzt? Kamera. Rechtzeitig dagegen rennen. Ja. Und du. Danke für deine Hilfe, Spyro. Nimm das bitte. Einer der Affen hatte es. Du kannst es nicht nehmen, weil du das Fass nicht kennst. Ja, und es ist immer noch offen, das Fass. Du hast keine Angst, dass sie rausspringen, nein? Waren das Affen oder Schimpansen? Oh, Mischung. Ich meine, gibt es zweibeinige Kamele oder Dromedas oder wie man die Viecher nennt. Oh, und hier rutscht man runter. Also rumrennen ist nicht, leider. Da habe ich Edelstein liegen lassen. Genau. Schlange! Ich mag die Viecher, es sind so knuffig. Es ist zwar nett, dass du mir entgegenkommen willst, aber ich hab's heute eilig. Ja, gegen die Kiste können wir noch nicht viel tun. So, erstmal du. Und die Tür geht auf, da wartet schon so ein Typ auf uns. Bundeswehrtyp Wüste. Nichts da. Richtig. Oh, noch so einer. Ja, die können wir nicht im Rennen. Oh, macht uns Kisten kaputt, das ist auch nicht. Oh, die sind bestimmt hier, um diese seltenen Giraffen zu holen. Sie können zielen, aber sie haben keine Reflexe. Ja, gehen wir mal. Na, klappt nicht. Schade. Na, sonst ist ja keiner von denen gut. Zu kaputt. Er zielt nicht auf uns. Aber er erwischt die Kiste. Kürzen wir ab. So. Die Leben sind nie verkehrt. Aber die Tür muss erstmal auf. So. Ich muss aber jetzt aber hier runter, weil es gibt noch einen kleinen geheimen Ort nebenbei. Ein Schatz. Ganz viele Edelsteine, Spaß hat eine Menge Arbeit. So. Daneben. Mehr. So. 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 Auf. Auf. Und der letzte. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Nein, habe ich nicht. Ich gehe gleich zu der Lesammel. Erstmal ein. Bevor die manche geheime Mission kommt, das auch noch in Frage. Da ist noch einer. Gut, was willst du? Du bist ein klasse Geheimagent. Jetzt können Hansen und ich unsere Mission beenden. Du kannst übrigens diesen Talisman haben. Ich habe ihn gestohlen, als die Soldaten nicht geguckt haben. Ein großer goldener Käfer, ne?
Ja, natürlich bin ich ein klasse geheimer Agent. Ich töte alle Zeugen. Deswegen bin ich auch so geheim. Und hier ist ein Powerpunkt. Ein Feuerpowerpunkt. Hey, Spyro. Wir brauchen diese Fahnen als Beweis, dass unsere Mission erfolgreich war. Aber der Fahnenwart nimmt sie uns immer wieder weg. Wenn du ihn ausschalten könntest, kannst du die Fahnen zurückbringen. Mein geheimer Dekodierring sagt, dass dieser Powerpunkt dir helfen sollte. Auch wieder eine 5-Sterne-Aufgabe. Wir werden damit in letzter Zeit total überhäuft. Ja, wie auch immer. Ich muss als erstes zu dieser Fahne hier. Da oben ist der Fahnenwart. Treffer. Oh, jetzt mache ich erstmal eine Kiste kaputt. So. Treffer. Jetzt zu dir. Du Baby. Du willst diese Fahne also wirklich haben, was, Drache? Zu diesem Bombenspiel gehören aber zwei. Los geht's. So, er wirft jetzt Kugeln durch die Gegend. Wenn wir rennen, wirft er sie random. Wenn wir stehen bleiben oder zu langsam sind, wirft er sie direkt auf uns. Du musst aufpassen. Wenn wir eine der Kugeln berühren, ist es aus. Und wenn wir die Treppen berühren, haben wir es geschafft. Toll! Aber da sind noch... Aber es sind noch zwei Fahnen übrig. Ja, da hat einer aber Erwartungen hier. Gut, auf zum nächsten. Obwohl ich vielleicht unterwegs gerne noch die Edelsteine einsammeln. Aber wir werden sehen. Ich kann ja von hier aus auf ihn ziehen. Oder auch nicht. Deswegen hält der Powerpunkt auch so lange. Von hier aus sollte es gehen. Wenn ich nicht treffe, ne? So. Er ist jetzt unten. Jäger ist noch da. Das war kein Fail. Das war Absicht, totale Absicht. Zwei Schlangenviecher. Ich finde die einfach nur knuffig und richtig süß. So, gut, kleiner. Immer noch hinter meinen Fahnen, Herr Drache. Klar. Immer noch 5 Sterne. Obwohl die Strecke jetzt ein Stückchen weiter ist. Nicht reinrennen, immer schon aufpassen. Es passiert nur allzu gerne, dass er sie irgendwie gegen der Wand schmeißt und wir rennen dann aus Versehen dagegen. Tja, und auch hier hat er nichts zu melden. Du bist ganz nah dran, Spyro. Nur noch eine Fahne. Oh ja. Total. So. Schieß den Weg. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Wir müssen jetzt ins allererste Gebiet zurück. Und das ist jetzt der bei weitem schwierigste Teil. Weil wir so lange hinter ihm herrennen müssen. Gucken wir noch an.